Moin ihr Gamer und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider, zu Tomb Raider, bei Lara Croft, von und zu, mit und von Lara Croft. Ich bin Olli von den Durchschnittsgamern und das hier ist Laras schlimmster Albtraum. Denn gerade eben, ja, das ist für mich jetzt schon eine Weile her, aber da war doch die eine oder andere Actionsequenz und jetzt ist eben die Sache, dass Roth nicht mehr ganz so lebendig ist, wie er das vielleicht vorher war. Und auch jetzt, ich habe gerade die Aufnahmen gestartet, da hat Lara schon wieder den Bogen gezogen. Also scheint hier schon wieder irgendwas abzugehen. Und da hinten sehe ich irgendwas. Und doch mal gucken, was da los ist. Ah, es sieht schon mehr. Und unsere Freunde sind schon wieder verschollen. Die erreichen wir auch per Funkgerät mal wieder nicht. Wissen, gerade haben wir sie noch gerettet. Schon machen sie uns... Ach, das ist der Hubschrauber. Das ist... Le Helikopter. Helikopter. Helikopter, genau. Schwarzfahrer bei der Metro. So, wir springen ein bisschen durch den Wald. Den Lara ist ab jetzt die Biberbutzfrau. Oh, Überlebensinstinkte. Schon. Ah, dann haben wir fast ein Kästchen übersehen mit Bergungsgüt. Bergungsgüt. Oh non, vite. Vite à la gare. So, warum soll ich jetzt Überlebensinstinkte anmachen? Zeigen mir ja nichts. Am besten will er nicht. Das ist eigentlich... Na? Geht ihr vielleicht dem Pfeil vielleicht nach? Better to give up now before the dogs find you. You hear that? I'll go look around. Genau. Trennt euch mal schön auf da. What are these marks? So, einer ist weg. Der ist noch da. Warum stellt sie sich auch so ungünstig dahinter, dass ich nicht sehen kann? Ich muss mich ja ganz aus der Verteidigung hier rausbewegen, um überhaupt jemanden anvisieren zu können. Schlecht gelöst. So macht sie es. Naja. Ja, es ist unheimlich. Es ist ein bisschen... Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn hinter mir das Slenderman wäre. Da hinten kommt einer, hier haben sie ihren Zorn an einem Reh. Ups. Ihren Zorn an einem Reh ausgelassen. Oder vielleicht auch an einem Contra. So, wo seid ihr denn? Na komm. Oh, verdammt. Na komm. Aha. Aha. Gut, das bringt also nichts. Man muss es allerdings immer schon zweimal probieren. Muss ich auch ganz sicher gehen. So. So, geht zu Böden. Und dich habe ich... tatsächlich auch erwischt, ist ja ein Ding. Ist ja ein Ding. Wir werden hier noch zum Sniper. Ups. So. Was? Das soll jetzt ein ruhiger Kill sein?
lautlos, das nennst du lautlos? Mann, Mann, ich nenne das eigentlich. So, und weg mit dir. Ganz schön viele Leute hier um die Uhrzeit. Was treiben die sich alle im Wald rum? Naja, Kibbehole wahrscheinlich. Genau, Kibbehole. So, was bringt uns das? Oh, ich kann sagen, es wird jetzt ja wohl nicht anfangen, hier Bäume zu fällen, oder? Geheimes Grab in der Nähe. Das wollen wir eigentlich haben, das geheime Grab. Wir wollen jedes geheime Grab haben. Geheime Gräber sind meine größte Spezialität. Das hier vielleicht? Ist das das geheime Grab? Nee. Sieht nicht so aus. Das sieht wieder aus wie ein dieser Ex-Patron. Nee, war sogar bergungsgut. So, wo ist denn das geheime Grab? Hier hat es geläutet, ne? Hier, das ist doch sowas von ein geheimes Grab. Tja. So, ich habe gar nicht so richtig Themen heute. Ich bin deshalb wieder ein bisschen beschäftigt, habe wieder ein bisschen mehr zu tun bei der Arbeit, bin ein bisschen länger im Büro, erlebe ein bisschen weniger außerhalb der Arbeit. Natürlich auf der Arbeit immer noch alles abenteuerlich. Aber da kann ich ja so schlecht drüber reden. Ich spreche ja insgesamt so ungern. So, komm her. Komm erstmal so hierher. Was auch immer das bringen mag. Okay. Genau. Jetzt fängst du schön Feuer, ne? So, und jetzt. Komm mal her hier. Das bringt also nichts. Kann ich irgendwas anderes? Fängt auch Feuer. Da muss ich erstmal in Ruhe gucken gleich, ne? Okay. Hier können wir hoch, aber nicht ganz hoch. Da können wir gar nicht hoch. Aha, hier können wir anzünden. Tja. Aha, da oben ist ein... Oh, und da sind noch weitere fackelartige Gegenstände. Und das hier ist... Aha. So, dann können wir doch schon mal das da hinten versuchen anzuzünden, oder? Nee. Geht nicht so gut. Oh, das geht besser. Das geht besser. Wenn man nicht nur den Seilpfeil schießt, sondern auch den... Oh. Nicht nur den... Oh. Mal auf damit. Ey. Oh. Scheiße ist das. Ganz große Scheiße. Also wenn man nicht nur den Seilpfeil, sondern wirklich den Feuerpfeil schießt, dann geht das schon. So, jetzt ist aber die Frage, was bringt uns das? Ah, hier können wir lang. So, fangen wir an zu brennen, Schätzelein. Natürlich auch. Ups. Okay. Und da ist die... Aha. Da ist diese Wand. Gehen wir hier mal rauf. Klettern hier hin. War es das schon? Na. Ich würde sagen, du bist ja wohl ein bisschen fackeln, du bist ja wohl wenigstens... Ja, das scheint es schon gewesen zu sein. Hervorragend. So viel Zeug zum Liegen lassen, das ist echt irre.
Heiligtum der Sturmwache. Bergwald. Müsste eigentlich mal. Ups. Na komm. Kannst du das mal aufnehmen? Das sind doch Pfeile. Ah, ich glaube dann. Den Spaß. Hey, hallo, runter mit dir. So, Lager? Nee. Ich habe gerade erst angefangen. Ich will jetzt nicht schon wieder im Lager rumsitzen und langweilige Sachen machen. Geheime Gräber, schön und gut. Aber nicht gleich das ganze Gebastle und Gegucke und... Wobei ich wahrscheinlich... Nee, trotzdem. Ist mir wurscht. Ist ja albern. Sind hier draußen neue Leute, sag mal. Was soll eigentlich das ganze Geheule? Sind das Wölfe? Habe ich da drüben nicht gerade einen Typen gesehen? Jawohl. Seriously, brother. What did you see? Look, whatever they are, whatever they're doing up there, it's some dark shit, all right? I'm going back. What? Even if Father Matthias orders it. Ist das seine Reaktion? Aufhören zu reden und damn zu sagen? Ist das nicht eine etwas gesündere, vielleicht eine erschrockene, ein Ausruf des Erstaunens vielleicht? Get over here! Move in! Ja. Ups. Ich wollte gerade sagen. Alter, achso, das sind echt Hunde. Das sind echt Hunde, die sie hier verwenden. Oh, das ist ja unglaublich. Ich wollte gerade sagen, du wirst dich wundern, wie wenige von deinen Leuten noch leben, aber... ja, ich habe mich geirrt. Ich habe mich vertan. Tja, was sagst du jetzt, ne? Oh. Fuck. Findest mich nicht. Komm. Stirb einfach. Tja, jetzt geht's los. Ach, shit. Ach, da sind ja Hunde. So, jetzt muss ich ein bisschen kriegen. So, hier könnt ihr erstmal versuchen rauszukommen, ne? Was macht ihr jetzt? Reichlich blöd, ne? Reichlich blöd. Da, wo sind denn die ganzen Köter, ne? So. Mann, hier leben doch noch einige, das gibt's doch gar nicht. Na, wo sind eure Köter? Komm, ich tu dir nix. Tja, da waren sie alle hin. Manchmal. Wie ist es so schön bei Jumanji? Jumanji, es gibt eine Lektion, die musst du verstehen. Man muss manchmal einen Schritt rückwärts gehen. Das ist sowieso mein Lebensmotto. Ich gehe ausschließlich rückwärts.
Wobei ich neulich gerade in einem beruflichen Kontext gesagt habe, ich bin weder eine Krabbe noch ein Tintenfisch. Ich gehe weder rückwärts noch seitwärts. Aber das war ein ganz anderes. Da ging es ja um Fortschritt in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext. So, dann klettern wir mal da oben hin. Guck mal, ob es da was gibt. Vielleicht ein paar Weiber. Ich finde, Männer sind immer... Männer, die nicht vergeben sind, sind immer auf der Suche nach Frauen. Es geht immer um Frauen. Man kann sie nicht einladen, sie fragen, sind da Frauen? Bei jeder Party, die man sie einlädt, fragen sie, sind da Frauen? Ich meine, natürlich, es ist eine Party, da sind natürlich Frauen, aber nein. Es muss schon garantiert werden, dass Frauen da sind, sonst gehen die nirgendwo hin. Wollen wir in die Stadt gehen? Sind Frauen da? Ich meine, Frauen sind überall. Du kannst ja gar nicht entfliehen vor ihnen, sie sind ja überall. Genauso wie Männer. Männer sind überall. Frauen erzählen immer, sie finden keinen Mann. Hallo? Hallo? Wir sind überall. Naja, aber Männer, die nicht vergeben sind, sind deutlich schlimmer als Frauen, die nicht vergeben sind, finde ich. Bei denen gibt es wirklich nur ein Thema. Frauen. Frauen, Frauen. Seinfeld sagte mal, Männer flogen sogar auf den Mond, um zu gucken, ob Frauen da sind. Ja. Ich halte das für einen richtigen Gedanken. Ich glaube, nur deswegen existiert eine Spielfigur überhaupt, eine Spielfigur wie Lara Croft überhaupt. Damit hat gemerkt, dass man die Männer noch viel besser fesseln kann, wenn es im Spiel Frauen gibt. Das heißt, entweder man ist ein Mann auf der Jagd nach Frauen oder man spielt gleich eine Frau. Da braucht man sie gar nicht erst suchen. Da weiß man, sie sind da. Sie sind die ganze Zeit da. So. Mal gucken, ob da irgendwo Frauen sind. Hallo? Sind hier irgendwo Frauen drin? Sieht fast an wie Obelix, wenn er nach Römern fragt. Sind alle Römer weg? Oh, hallo. Ob es da wohl eine Trophäe dafür gibt, wenn ich all eure Hunde platt mache? Ich finde es ätzend, dass ihr euch Wölfe haltet. Ich meine... Das sind doch lebendige Tiere, die darf man nicht schlecht behandeln. Tierquälerei. Absolute Tierquälerei. Das ist eine Unverschämtheit, wie die mit den Tieren umgehen. Was die mit den Tieren hier machen. Würde ich niemals... Würde ich sowas tun. Niemals würde ich auf diese Art und Weise Tiere behandeln.